Sophie, wir glauben an dich. Du kannst es schaffen, aus diesem Gefängnis auszubrechen. Dafür kriegst du diese, ich komme aus dem Gefängnis Freikarte. Aber geh bitte nicht immer los. Moment, nein, du durftest vorhin falsche hier Kombi. Nicht. Ja. So, nicht hier. Es kann gar nicht sein, dass du Arcana bist. Genau, deswegen finden wir heraus, wer die wahre große Hexe ist. Die wahre große Hexe? Hatten wir schon mal einen Witz gebracht darüber, dass es auch eine mittlere und eine kleine und eine gigantomanische Hexe gibt? Ich weiß nicht, ich erinnere mich nur ans Feuer. Ja. Ja, und je nachdem, was für eine Hexe man ist, so ein Feuer kann man feuern. Also kam das große Feuer von der großen Hexe. Und das kleine Feuer von der kleinen Hexe. Oh Hex, Hex! Bibi Blocksberg, du kleiner Elefant. Benjamin Blocksberg, deine Welt ist schön. Oh Mann. Bibi Blümchen. Und Benjamin Blocksberg. Bibi Blümchen klingt irgendwie so... Weiß ich nicht. Wer ist eigentlich Otto mit Nachnamen bei Benjamin Blümchen? Walkes? Nee. Lilienthal. Nee, ich glaube, der hat keinen Nachnamen. Das wäre bestimmt was mit O. Stimmt. Aber sie ist doch nur eine Legende. Wo wollt ihr sie da finden? Naja, zugegeben haben wir im Moment keine heiße Spur. Ehrlich gesagt, wir wissen überhaupt nicht viel über Labyrinthia. Gut gerettet. Wir wohnen jetzt angeblich seit 5 Jahren mit dir zusammen. Aber sogar diese Erinnerung hat sich ja als falsch herausgestellt. Warum, das weiß ich nicht mehr, ehrlich gesagt. Darum. Okay. Also die sind auch bloß in das Buch gekommen und haben dann Erinnerungen bekommen, die sie gar nicht hatten und ja. Okay. Denn ich meine, Layton und Luke sind ja kurze Zeit später da in das Buch rein. Okay, man könnte jetzt behaupten, das Buch wäre sowas wie der Raum von Geist und Zeit. Daran habe ich auch gerade gedacht. Aber es ist nicht so. Oder sie haben es noch nicht rausgefunden. Apropos, habe ich schon erzählt, Dragon Ball Super? Dragon Ball Super, ne? Ja, das schaue ich mir gerade zur Zeit an. Ist eigentlich ganz nett. Oh, eine neue Serie, Staffel sozusagen. Ja, und zwar ist das knüpft das genau an Dragon Ball Z an. Ah. Und zwar an die Buu-Saga. Cool. Mhm. Müsste ich mal schauen. Da gibt's so Sachen wie ein Gott der Zerstörung. Ja. Und noch ein Gott der Zerstörung und Freezer kommt zurück. Kommen daher vielleicht diese ganzen Figuren, die in den Dragon Ball Z-Spielen immer sind, die ich aber überhaupt nicht kenne, obwohl ja. Ich eigentlich alles gesehen habe? Okay. Genau. So Beerus, Whis, wie heißt denn der Rest so? Weiß ich nicht. Ja, auf jeden Fall. Ja, genau. Das ist mir aber ehrlich gesagt auch mal aufgefallen. Ja, da waren Figuren. Ich dachte halt, die sind dann halt aus dem Manga oder so, die es nicht in die Anime-Serie geschafft haben. Ja, die Anime-Serie kommt ja auch erst seit letztem Jahr. Das heißt, also ich glaube, die Figuren gab es aber schon früher in irgendwelchen Spielen. Okay. Ja, teilweise waren da immer mal welche, wo ich sagte, wer ist das denn? Kenn ich nicht. Ja, solche Sachen sind da tatsächlich. Ja. Oder vielleicht dachte ich auch, gibt es irgendeinen Film noch, den ich nicht gesehen habe? Naja. Ja, wie auch immer. Kommt gerade in Japan, so Woche für Woche, aber naja, gut. Ist ja schnell übersetzt. Mit Untertiteln und sowas. Heute ist Mittwoch. Cool. Okay, machen wir mal weiter. Hast du selbst eigentlich eine Idee, Sophie? Irgendetwas, dem wir nachgehen können? Könnten? Das ist wahrscheinlich viel verlangt. Alle Vorfälle, die mit Magie in Verbindung stehen, werden gründlich von den Rittern der Inquisition untersucht. Die Ratten der Inquisition. Ja. Die Pest vertreiben. Die haben einen Lieferservice, die liefern 24 Stunden am Tag. Der Vertrieb läuft. Ja, und die haben sogar eine Ladenkette. Pest bei. Oh je. Und wenn es irgendwelche Hinweise
auf den Aufenthaltsort der großen Hexe gebe, hätten sie sie bestimmt entdeckt. Da hast du sicher recht. Soweit ich weiß, gibt es keinen einzigen Vorfall, der nicht durch die Inquisitoren geklärt wurde. Warte mal, das stimmt nicht. Was denn, Maya? Dass kein Vorfall ungeklärt geblieben ist. Was? Naja, gestern Abend haben Luke und ich die Großinquisitorin Gloria getroffen. Hä? Ihr habt die Großinquisitorin getroffen? Echt jetzt? Das weiß ich komischerweise noch. Das weiß ich nicht mehr. Sie hat gesagt, sie untersucht einen magischen mit diesem Turm, der plötzlich erschienen ist. Der Turm, der plötzlich erschienen ist? War das auf diesem Platz ganz im Westen. Hm. Das war aber nicht der Turm des Schöpfers. Nee. Im Westen von diesem Marktplatz oder wie das heißt. Ja. Also da, wo man Nora dann gefunden hat wohl. Genau. Hm. Wenn ich mich richtig erinnere, ist der schon 3 Monate her. Hm. Im Moment? Der einzige noch ungeklärte Vorfall. So hat sie ihn beschrieben. Und zwar genauso. Ein ungeklärter Vorfall. Oh. 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 Jetzt, da du es erwähnst, ich erinnere mich an Gerüchte über so einen Fall. Der einzige noch ungeklärte Vorfall in Labyrinthia, hm? Dass sie mal alles 5-mal sagen. Ja. Sophie! Maya! Schimmer, Schimmer, Schimmer. Was? Schimmer, Schimmer, Schimmer in den Augen. Ja. Sophie, dieser Vorfall. Könntest du uns genaueres davon erzählen? Ich habe ein Bilderrätsel für alle Zuschauer. Du kannst nicht mitmachen. Der bin ich. Charlie Chaplin. Antwort in die Kommentare. Ich sag Charlie Chaplin. Nee. Und weiter. Okay. Ich muss euch bitten, aufzuhören, Verteidiger. Ich werde der Erste sein, der einen Kommentar macht. Okay. Auf das Video. Ich mach den Kommentar und schreibst du der Erste? Genau. Und dann bannst du dich selbst. Ja. Dann werde ich meinen Kanal sperren. Also ich werde alle meine Kommentare, also ich werde blocken, dass ich Kommentare geben kann. Ich werde blocken, dass ich noch Videos hochladen kann und alles. Ja. Nein, natürlich nicht. Ich muss euch bitten, aufzuhören, Verteidiger. Oder ich muss euch bitten, aufzuhören, Junge! Ich hab's doch schon gelesen. Ach so? Du warst das? Ich hab's als Bobby gelesen. Ich Ach so, weiß okay. Die Besuchszeit ist um. Ihr müsst unverzüglich gehen. Auf keinen Fall! Es wird doch gerade erst spannend! Phoenix! Maya! Sophie! Ich weiß wirklich nicht viel über den Vorfall. Hallo. Aber wenn ihr einen Inquisitor fragen würdet. Gut, Sophie, danke für deine Hilfe. Was, wenn man die fragen würde? Sie hat noch gar nicht ausgesprochen. Also, wir sehen uns bald wieder. Lass den Kopf nicht hängen, Sophie. Vielleicht passiert das ja irgendwann. Von allein. Ach nein, die werden ja verbrannt. Die Köpfe. Und der Rest auch. Vielen Dank. Gebt auf euch Acht, alle beide. Phoenix. Maya. Oh, bling. Glitzern in den Augen. Ihr tut beide so viel für mich. Ich frage mich, ob ich im Gegenzug irgendetwas für euch tun kann. Die große Hexe Vegana. Bis jetzt habe ich noch nicht viel darüber nachgedacht. Die große Hexe. Das große Feuer. Flammenhölle. Oh, sie hat komische Augen bekommen. Oh, dann. Die große Hexe. Das große Feuer. Flammenhölle. Klaus Kinski. Wenn du jetzt noch rufst, dass du eine Oper bauen wirst. Nee, das mache ich nicht. Oh je. Eine Oper bauen oder das rufen? Beides. Warum sollte ich eine Oper bauen? Ich kann ja nicht mal eine Oma bauen. Aus Pappmaché.
Die hält gar nicht. Wo? Naja, auf dem Opernplatz. Oje, was ist das bloß? Mein Kopf tut weh. Da war ein Drache. Hm. Nein. Oh, sie redet von allein. Was war das? Dieses Inferno. Kennst du das Spiel Little Inferno? Dem Namen nach. Das ist ein Spiel, da spielt man ein Mädchen, das Sachen anzündet. Okay. Ich glaube, wir wissen, was Sophie ist. Die Protagonistin des Spiels? Ja. Vielleicht waren das gar nicht ihre Erinnerungen, sondern nur welche, die da rein erinnert wurden. Der einzige ungeklärte magische Vorfall der Stadt. Das habe ich nur gesagt, damit die Leute den Faden nicht verlieren. Ich bin mir sicher, sie sagte, ein Alchemist hat durch die Hexe sein Leben verloren. Ein Alchemist. Kein normaler Mist, sondern ein Alchemist. Ja. Ein Alchemist? Das hört sich ein bisschen verdächtig an, finde ich. Das hast du von Großinquisitorin Gloria. Das hast du von Großinquisitorin Gloria, richtig? Oh, Joey, du hast dich. Ja, als ich nach Nora gesucht habe. Ich wollte es dir erzählen, ich hab's aber total vergessen. Hm, der einzige ungeklärte Vorfall, was? Ja, er denkt die ganze Zeit, oder er murmelt das die ganze Zeit. Der einzige ungeklärte Vorfall. Der einzige ungeklärte Vorfall. Kein Zweifel, das klingt verdächtig. Das könnte genau die Spur sein, die uns zur großen Hexe führt. Außerdem war es der einzige ungeklärte Vorfall. Also los, lass uns diesen einzigen ungeklärten Vorfall untersuchen. Wir schaffen das. Na sicher. Also, ich schätze, wir sollten zuerst den Raum der Inquisitorin überprüfen, oder? Vielleicht finden wir gleich etwas heraus über diesen einzigen ungeklärten Vorfall. Klar, lass uns gehen. Auf der anderen Seite erfahren wir vielleicht gleich, wie unerwünscht wir sind. Hey, komm schon, Nick, genug von deiner pessimistischen Haltung. Ich hab doch gar nichts gesagt. Hat der ein Rätsel? Nö. Oh, Nick, gehen wir nicht zum Raum der Inquisitoren? Hm, doch. Gleich. Ja, okay, dann gehen wir da mal hin. Wo ist der denn? Ich hab keine Ahnung. Ah. Da. Versteckte Rätsel 0. Raum der Inquisitoren. Okay. Und sie hat doch bestimmt ein Rätsel für uns. Oh. Da ist auch wieder vertont. Und ich glaube, wuff, wuff habe ich da nicht gehört. Ich habe nur wau, wau, wau und wau, wau, wau gehört. Oder wuff, wuff, wuff und wuff, wuff, wuff vielleicht. Also immer das Gleiche. Aber nicht wau, 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 wuff, wuff, wau. Das ist ein geheimer Code. Hundemorse-Code. Mhm. Horse-Code. Nee, das ist Pferd. Wird auch von Pferd verwendet. Ja, genau. Hey, dieses aggressive Bellen. Bitte sag mir, dass das nicht... Ach so, der Hund bellt, aber der Rest sagt nichts. Oh, ist ja schlecht vertont. Der kleine Fassfuhr, der freut sich aber, uns zu sehen. Der freut sich aber auf Franz. Franz! Maya! Maya. Sissi. Lissi. Wenn ich das doch bloß von mir behaupten könnte, wer einmal beißt, dem glaubt man nicht. Das trifft hier wohl eher zu. Findest du? Ich weiß nicht, wenn du mich fragst, sieht fast vor heute viel netter aus. Siehst du? Los, Nick, streichel mal. Lin,
Dieser Köter hasst mich wirklich. Jetzt habe ich Angst. Naja, Phoenix ist jetzt leider tot.